Kommandant, unsere Truppen sind auf ganzer Linie erfolgreich. Die Niederlage der Don Quixote-Bande hat ganz offensichtlich einiges bewirkt. Immerhin haben sie vorher jedes dieser Länder illegal mit Waffen versorgt. Die Lage hat sich geändert. Trotzdem dürfen wir uns nicht auf unseren Erfolgen ausruhen. Natürlich. Schließlich gibt es noch die Weltregierung. Und die investiert nicht gerade wenig ins Cypherpol. Unsere Leute sollen die Augen aufhalten. Geht klar. Dragon. Alle Waffen, die wir auf Dressrosa entdeckt haben, wurden aus einem ganz speziellen Metall gefertigt. Und aus welchem? Man nennt es flüssiges Eisenerz. Dieses Metall ist überaus selten und nur in wenigen Ländern zu finden. Mit etwas Glück führt es uns zu dem, der die Waffen hergestellt hat. Aha, das sind gute Nachrichten. Ja. Außerdem konntest du die Vermissten zurückbringen. Du leistest hervorragende Arbeit. Oh, ich hatte Hilfe. Ohne Sabo und Ruffy hätte ich's nicht geschafft. Was kannst du über Nico Robin berichten? Sie wurde doch nicht auf dem Sabahodi-Archipel gefangen genommen, richtig? Ja, richtig. Sie ist auf freiem Fuß und bei allerbester Gesundheit. Willst du gar nicht wissen, was mit Ruffy ist? Nein, über den habe ich schon genug gehört. Ach so, Sabo hat dir von ihm erzählt, was? Kommen wir zu etwas Wichtigem. Das wäre? Wir werden schon bald ihre Hilfe brauchen. Wessen Hilfe meinst du? Ich will, dass du alle Kommandeure unserer Truppen hierher beorderst. Geht klar. Moment, das wären aber eine Menge schräge Vögel auf einem Haufen.